Ja, 0:1 heute hier auf der Luhmühle VfB Lübeck gegen Waldhof Mannheim. Ja, wir brauchen Eier. So. Also wir haben schon ein paar gesehen, aber das waren jetzt nicht die dicksten Eier. Und nach dem Spiel hieß es dann, ja, wir haben heute wesentlich besser gespielt. Uns fehlte das Glück und ja, der Ball ging nicht über die Linie. Nee, der ging auch nicht über die Linie. Aber es war trotzdem aus meiner Sicht etwas zu wenig. Und gerade gegen Waldhof Mannheim, die auch mitten im Abstiegskampf oder im unteren Tabellenkeller oder Drittel irgendwie stehen, hätte vielleicht noch mehr kommen müssen. Gerade so die erste Halbzeit fand ich nicht schön. Die zweite Halbzeit war deutlich besser. Diesmal hat der VfB das umgedreht. Das heißt also, das, was er in Zwickau in der ersten Halbzeit vielleicht gemacht hat, hat er heute auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit gemacht. Ich bleibe bei meinem Kommentar von gestern. Da muss was passieren. Ich will Aufbruchstimmung sehen. Ich will Leute sehen, die sich irgendwie auch auf dem Platz irgendwie anschreien. Das hat man heute so Anfangsphasen technisch irgendwie gesehen, wie soll es aussehen, ich weiß nicht. Ich bin immer noch ein bisschen sauer, weil wieder eine Niederlage und die Zeit wird echt knapp. Also da muss was passieren. Am Sonntag kommt Hansa Rostock. Die wollen aufsteigen in die zweite Liga. Halleluja, VfB, gebt Gas!